Hallo meine Hübschen und willkommen auf meinem Kanal Kleinstadt Coco. Ich bin Coco und ich habe heute ein neues Video für euch. Ich weiß, vielleicht langweilt es den einen oder anderen mittlerweile und zwar ist es wieder ein Tag. Aber ganz ehrlich Leute, ich liebe Tags. Ich liebe es einfach vor der Kamera zu stehen, euch voll zu quatschen und vor allem dabei dann noch die Nachricht zu übermitteln, dass ihr von mir mehr erfahren könnt. So, und deshalb habe ich heute wieder einen Tag für euch, den ich im Internet gefunden habe. Und zwar handelt es sich um den Das geht gar nicht Tag. Und ich fand das ganz cool, weil ich bin immer positiv in meinen Videos und sage immer, dass die Welt schön und gut ist. Aber kommen wir mal zum Punkt, was mag ich eigentlich gar nicht? Was nervt mich? Was finde ich uncool? Und ja, in diesem Tag möchte ich euch das beantworten. Ich habe ein bisschen was vorbereitet für euch und würde mich jetzt natürlich freuen, wenn ihr dabei zuschauen würdet und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. By the way, wundert euch nicht, ich habe hier so einen kleinen Schein. Die Sonne da oben scheint mich ein bisschen an, deswegen, ja, bin ich da oben so ein bisschen hell. Aber ist ja auch egal. Wir fangen jetzt am besten mal an. So, es geht los mit Essen oder Mahlzeiten. Was geht gar nicht? Ich hau da sofort eine Antwort raus. Ich überlege jetzt einfach gar nicht lange. Und zwar ist es für mich Rosenkohl. Klamotten ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, denn jeder hat so seinen eigenen Style. Und jetzt sagen zu wollen, okay, das hasse ich, damit fühlen sich vielleicht manche Leute ein bisschen angegriffen oder beleidigt. Was ich aber wirklich überhaupt nicht mag, und es ist egal, zu welcher Zeit es war, ich hasse Schlaghosen. Ich finde sie einfach super hässlich. Das sieht aus, als hätte man einen Elefantenfuß. Also sorry Leute, aber Schlaghosen ist echt gar nicht mein Ding. Kommen wir zur Musik und auch da könnte es leichten Krieg in meinen Kommentaren geben. Aber ich hasse diese Scream-Musik. Ich weiß nicht genau, ob das der richtige Begriff dafür ist, aber dieses wisst ihr, was ich meine? Dieses krasse Heavy Metal, wo die einfach nur noch kreischen. Ich finde, das ist so beängstigend und ganz ehrlich, ich kenne jemanden, der zu mir sagt, das höre ich, um zu entspannen. Ich kann dabei nicht entspannen, ich werde dabei super aggressiv und deswegen geht das für mich echt gar nicht. Duft oder Geruch? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Was fällt mir da gerade ein? Ganz klar, Pupsen. Das geht gar nicht, der Geruch eines Furzes. Ja. Ja, bei Jahreszeiten ist es natürlich immer ein bisschen komisch, weil, beziehungsweise schwierig, weil es gibt natürlich zu jeder Jahreszeit ganz tolle Eigenschaften und auch nicht so tolle Eigenschaften. Ich persönlich finde aber, glaube ich, oh, das ist echt schwierig. Ich glaube, ich finde den Frühling, der geht nicht. Weil der Herbst, wisst ihr, der ist so voll schön, weil da ist alles gold, gelb, orange, braun von den Blättern und wenn man Glück hat, gibt es schon wärmere Tage so. Sommer, brauche ich gar nicht sagen, ist einfach super, vor allem wenn es warm ist. Winter ist auch schön, es hat alles Vor- und Nachteile, aber ich glaube, ich finde den Frühling so von den Jahreszeiten am unnötigsten. Süßigkeiten, oh mein Gott, Leute, es ist wirklich schwer, aber vielleicht fällt mir was ein. Süßigkeiten, was mag ich gar nicht? Lakritz, McDonald's, das ist schwierig, ich liebe McDonald's. Bei McDonald's, was habe ich denn da, was ich nicht mag? Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, dieser Filet au Fisch. Gibt es den überhaupt noch? Das ist halt einfach ein Burger mit Fischfilet drin. Und ich finde den echt eklig, weil die Soße davon, ich glaube, das ist einfach nur Mayo oder so. Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege, aber ich mag den nicht. Und so wie ich ihn gerade nochmal in Vorstellung habe, ist es gar nicht so meins. Haare. Haare, Haare, Haare. Was geht da gar nicht? Ein Sidecut bei Frauen. War jetzt vor kurzem ja noch echt im Trend, so lange Haare und dann hier einfach ein Sidecut. Ist aber gar nicht mein Ding, finde ich voll bescheuert, weil wenn schon Mädchen und lange Haare, dann entweder richtig lange Haare überall am Kopf oder eben kurze Haare, aber dann so ein Undercut. Das finde ich cool, aber Sidecut finde ich gibt gar nichts. Party. Party. Mit Party. Was geht da gar nicht? Drogen. Auf jeden Fall. Heutzutage ist es so krass geworden, was dieser Konsum von Drogen angeht auf Partys. Und ich unterstütze es überhaupt nicht. Ich habe in meinem Leben auch noch nie Drogen genommen. Habe das auch überhaupt nicht vor. Und von daher, Drogen gehen für mich auf Partys überhaupt nicht. Eltern. Ja, Eltern. Was geht da gar nicht? Was geht an meinen Eltern gar nicht? Ich liebe meine Eltern, aber was gar nicht geht, ist, wenn ich mal schlechte Laune habe und ich dann so durch die Gegend laufe, dass meine Mama zu mir sagt, Coco,
geht es dir heute nicht gut? Das kann ich wirklich in diesem Moment nicht gebrauchen, weil man sieht es mir ja an. Und dann sollte man mich einfach in Ruhe lassen, damit ich meine schlechte Laune auskurieren kann und nicht noch so sagen, wollen wir darüber reden, geht's dir gut? Ich weiß, das ist super lieb von ihr gemeint, aber ich brauche das in dem Moment echt nicht. Und Instagram, oh mein Gott, was hat Instagram da eigentlich zu suchen? Auf Instagram geht gar nicht die vielen, wie soll ich sagen, ja so, also momentan finde ich, ist es gerade bei uns in der Stadt voll angesagt, dass Mädchen jetzt so BH-Shootings machen, beziehungsweise Unterwäsche-Shootings. Und das posten die jetzt mittlerweile echt nur noch auf Instagram. Und ich denke mir so, hey, ja klar, das ist sehr schön, aber warum postest du das mit der Welt und findest es dann blöd, als irgendwie, ich sag mal, oder sowas bezeichnet zu werden? Das ist doch klar, wenn du der ganzen Welt zeigen willst, wie du so gesehen auch im Bett mit einem Mann aussehen könntest, das finde ich geht einfach gar nicht, Leute. Behaltet die Fotos für euch, und beschwert euch dann vor allem nicht, wenn ihr als irgendwas abgestempelt seid, was ihr nicht sein wollt, wenn ihr solche Bilder veröffentlicht. So. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Tag. Oh mein Gott, ich liebe Tags momentan. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Tag ihr von mir hören wollt, welche Fragen ich beantworten soll. Oder habt ihr euch vielleicht auch einen eigenen ausgedacht, dann schreibt doch mal die Fragen in die Kommentare. Dann beantworte ich den auch gerne. Und ansonsten würde ich jetzt nur noch sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video zuschaut. Und würde jetzt sagen, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Video. Mua. I like us better when we're wasted. Oh.